Karl Platt, ich gratuliere ganz herzlich. Erster deutscher Titel, zumindest bei der Elite. Ich denke, dir ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen heute im Ziel, oder? Ja, kein Stein vom Herzen, sondern es ist endlich das passiert, was ich mir schon seit Karrierebeginn wünsche oder erhofft habe. Und heute ist endlich alles gut gegangen. Es hat alles geklappt, von vorn bis hinten. Vorbereitung war super, mein Kopf war tipptopp und auf der Strecke hat auch alles super geklappt. Ja, und ich wurde jetzt mit dem Titel belohnt. Und, ich kann meine Freude schon gar nicht mehr zeigen, weil ich habe schon meine Stimme komplett rausgefeuert. Wie ist das Rennen gelaufen? Habt ihr zusammen, du mit Stefan Sahm, deinem Teampartner, habt ihr taktisch agiert? Ja gut, wir sind schon, haben versucht so zu fahren, wie wir das ungefähr vorgestellt haben. Und in der zweiten Runde, wo es dann allmählich die Gruppe klein geworden ist, dann musste ich die Initiative ergreifen und gucken, was die anderen noch so drauf haben. Weil mir ging es gut zu dem Zeitpunkt, da habe ich einfach das Tempo verschärft, habe oft attackiert und dann ist die Gruppe immer kleiner geworden, waren wir irgendwann mal nur noch zu dritt und dann am langen Asphaltanstieg habe ich nochmal das Tempo verschärft, nochmal attackiert, bin alleine weggefahren und der Stefan hat hinten dann einfach auf Hannes aufgepasst. Ja, und ich konnte meinen Vorsprung vorne ausbauen und Stefan konnte sich dann nochmal von Hannes lösen. Also war es im Prinzip, wie du schon vermutet hast, ein Ausscheidungsfahren, wo du jetzt am Ende der Stärkste war? Ja, so kann man sagen. Ja, man musste aber natürlich vorher, du kannst auch schwer einschätzen auf der Strecke, wann soll ich jetzt attackieren gehen, wann soll ich das Tempo verschärfen, weil man hat im Hinterkopf immer den Gedanken gehabt, dass man selber verreckt irgendwo. Und dann habe ich nochmal meinen Mut zusammengefasst und habe einfach gedacht, so entweder ich versuche es jetzt oder es klappt nicht. Im Endeffekt hat es geklappt. Was geht jetzt heute Abend ab? Machst du jetzt Party ohne Ende, weil du hast ja wirklich lange auf diesen Titel gewartet? Ja, ich denke mal schon, dass wir heute mal das ein oder andere Gläschen Sekt und vielleicht ein Bier trinken werden. Ich werde wahrscheinlich heute Nacht auch im Meistertrikot schlafen, weil ich habe es mir schon so lange gewünscht, das mal zu holen. Und jetzt endlich klappt es, hat es geklappt. Ja, wir so richtig fett feiern werden wir wahrscheinlich noch nicht. Wir haben ja noch ein paar Höhepunkte. Das war ja der erste. Nächste Woche ist nochmal Weltcup-Finale und dann Roc d'Azur. Aber ich denke mal, dann hinterher werden wir noch genug Möglichkeiten haben, im Winter oder in der Winterpause zu feiern und das Ganze zu genießen. Ja, das wünschen wir dir auf jeden Fall und dann noch viel Erfolg beim Weltcup-Finale. Danke. Danke.